Willkommen zu einer neuen Runde Tumola 101. Dachten, es kam schon relativ lang kein Tumola 101 mehr. Es kam generell auch etwas länger kein Video mehr. Dafür möchte ich mich zuallererst einmal entschuldigen. Digga, was ist das für ein Fire? Was ist das für ein Low-Fire? Man sieht das ja nicht mal. Gut, bei dem Typ ist das jetzt nicht so das Problem. Alter, will der jetzt noch 20 Minuten hier weglaufen oder was? Easy. Ja, Digga, schieß mich mit dem Bogen ab, der immer noch kein Damage. Digga, nee. Ah, nee, mach Heck an, please. Perfekt, Bro. Alter Vater, was will denn der Typ von mir? Also echt, gar keine Ahnung, was seine Mission hier gerade ist. Zuallererst wollte ich mich einmal dafür entschuldigen, dass in letzter Zeit so wenig Videos kommen. Das ist in allererster Linie, weil bei mir Schule, wir haben wieder Präsenzunterricht. Da fängt schon an bei mir eigentlich. Nichts aufhalten. Wait, seit wann ist die Map so? Fuck. Aber das ist das Problem, wenn du mitten in einem Fight laberst und dann der Fight zu Ende ist mit einem Satz. Ja, gut. Der Typ drückt weird. Gut, jetzt drückt er gar nicht. Null. Oha, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch bekomme. Ich wollte mich in allererster Linie dafür entschuldigen in dem Video, dass im Moment so wenig Videos kommen. Dadurch, dass ich jetzt wieder Präsenzunterricht habe. Früher, also zum einen hätte ich früher keine Schulwege und sowas gehabt und hätte in meinen Pausen was schneiden können, auch entspannt. Oder auch in den Stunden. In meinen Videokonferenzen ist das auch nicht so schwer. Bruder, du versuchst mich zu killen mit einem Bogen, der keinen Damage macht. Werden die es jemals lernen? Ich glaube nicht. Aber, nee, einfach nur nein. Ja, aber früher, also so im Online-Unterricht, ich konnte halt im Grunde genommen die Zeit, wo ich halt nicht mal, wo ich in der Schule jetzt nicht zu Hause bin, Pausen oder sowas, oder auch einfach den Weg zur Schule, ich konnte halt zu Hause schneiden. Und das ist halt, das ist ein Unterschied. Aber für die, die von mir Content ein bisschen vermissen, ich streame im Moment sehr viel auf Twitch. Also es ist auch so ein bisschen eine Lustfrage, weil Streamen ist im Grunde genommen Zocken plus Commentary schneiden, ist da doch noch eine ganze Ecke anstrengender. Und dann, wenn ich abends die Wahl habe, okay. Weil wenn ich dann abends an den Rechner gehe und den ganzen Tag in der Schule war oder Schulsachen erledigt habe oder für meine Vorabi-Klausuren gelernt habe und mir denke, okay, dann kann ich jetzt entweder streamen oder ich kann schneiden, dann entscheide ich mich meistens für Streamen. Weil das einfach entspannter ist, to be honest. Also da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. twitch.tv/gameoflife ist auch in der Beschreibung verlinkt. Folgen, Glocke aktivieren, genauso wie auf YouTube auch. Abonnieren, Glocke aktivieren. Verpasst ihr da keinen Stuff mehr. Ach komm, Bro, was macht denn der Typ jetzt hier? Ja, aber mir steht auch in nicht mal einer Woche die erste Vorabi-Klausur an, in der Woche drauf dann die anderen beiden Vorabi-Klausuren, da muss ich halt auch relativ viel für lernen. Deswegen tut es mir sehr leid, dass im Moment weniger Videos kommen, also nicht wundern. Ich versuche so viel zu streamen, wie ich es in letzter Zeit tue, aber auch das könnte etwas weniger werden. Es tut mir sehr leid, aber daran kann ich jetzt auch nichts ändern. Ich weiß auch generell noch nicht, wie das bei mir mit dem Abi wird. Ich meine, Vorabi-Klausuren stehen jetzt an. Das ist schon relativ anspruchsvoll, aber Abitur wird jetzt wahrscheinlich komplett sweaty. Das heißt, es kann auch sein, dass ich in der Zeit wirklich fast gar nichts mache. Das werden wir, glaube ich, zusammen rausfinden müssen. Weil, wie gesagt, ich weiß es selber noch nicht und ich bin jetzt gleich eine RIP, wenn ich nicht... Ja, perfekt, Digga. Spam mich mit dem Bogen, der kein Damage macht, Bro. Du hast es verstanden. Ja, komm ran, Bro. Das wollte ich euch nochmal gesagt haben. Ich versuche so viele Videos zu machen, wie es geht, aber Abitur ist halt immer ganz klar wichtiger. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Auch ein paar echt geile Aufnahmen, aber wie gesagt, Zeit zum Schneiden ist halt... ein Video ist, keine Ahnung, in einer halben Stunde aufgenommen, aber trotzdem, je nach Video, ist es trotzdem erst in 8 Stunden gefühlt geschnitten. Ich kann ihm jetzt gerade sein Wasser nehmen. Das mache ich doch. Also wirklich, das ist bei mir relativ abhängig von Videos. Also ein Video werde ich jetzt wahrscheinlich 1,5 bis 2 Stunden schneiden. Aber wenn wir mal aufwendigere Videos nehmen, zum Beispiel Multicam mit Lori damals, was ich immer noch bis heute super geil finde. Also ich weiß, Eigenlob stinkt, aber es war knapp. Also was ich sagen wollte, das Video, ich fand es immer noch super geil. Also wenn ihr es noch nicht angesehen habt, holt es auf jeden Fall nach. Ich versuche dran zu denken, es euch in die Infokarte zu packen, aber ich werde es wahrscheinlich sowieso vergessen, weil ich so Sachen immer vergesse. Naja, aber wenn ich jetzt mal vergleiche, zum Beispiel diesen Multicam-Video mit Tim und Lori, daran habe ich über 10, ich habe ungefähr 15 Stunden dran geschnitten. Ah, the fuck? Cheatet der? Jupp, er cheatet. Stabiler Typ. Wiederschauen und reingehauen.
Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Wie gesagt, wenn ihr mehr Content von mir sehen wollt, auf jeden Fall auf meinem Twitch vorbeischauen. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt. Aber wenn irgendwas hochgeladen wird, dann könnt ihr das auf jeden Fall abchecken. Würde mich mega freuen. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr den Stuff auf jeden Fall nicht. Genauso wie auf Twitch. Wenn ihr mir da folgt und die Glocke aktiviert habt, dann solltet ihr auch da nichts verpassen. Schaut auch unbedingt bei mir auf Instagram und Twitter vorbei. Da, vor allen Dingen auf Twitter gibt's immer wieder echt nice Zitate. Vor allen Dingen, es gibt mindestens einmal die Woche irgendein tolles Zitat bei mir aus der Schule. Teilweise sogar täglich, wie zum Beispiel heute. Zitat: Wer in der Jugend kein Marxist ist, hat kein Herz. Wer mit 40 noch Marxist ist, hat keinen Verstand. Muss ich sagen, ich habe kein Herz. Hi, ich bin Nick. Ja, also folgt mir auf meinen anderen Socials, die sind alle unten verlinkt in der Beschreibung. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie schon gesagt, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir doch sehr gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um keinen Stuff zu verpassen. Checkt meine anderen Socials aus, die sind alle unten in der Beschreibung verlinkt. Es würde mich mega freuen. Checkt mein Twitch vor allen Dingen aus. Schaut da ein bisschen zu. Das würde mich unglaublich supporten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao! Ich wüchse nicht auf Pornos. Ich habe noch nie einen Porno von dir gesehen. Ich wüchse nur per Gedanken. Ohne Sorgen.